Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich hier auf Twitch und später dann wie immer auf YouTube. Schön, dass ihr mit dabei seid und nochmal mit reinschaut. Wir spielen weiter mit Northern Lights. Wir sind am dritten Tag und dann laden wir doch gleich einmal diesen Spielstand. So, ja, für alle, die gerade Mittag machen, Mahlzeit. Lasst es euch schmecken, je nachdem, was ihr schnabuliert. Ja, für YouTube. Es ist Montag, der 26.08., 11.45 Uhr. Mittagszeit. Genau, ich habe die Woche nämlich frei und dachte mir, ich mache mal ein bisschen mehr für meine Kanäle. Genau, für die, die kein Leben haben, ihr seid herzlich eingeladen. Was für eine Aussicht. Körpertemperatur, das hatten wir schon. Ja, ich gehe mal ans Feuer. Das war unten. So, die Cola-Dose nehmen wir natürlich mit. So, wir gucken auf die Karte, weil wir müssen. Ganz kurz, was hat er da? Die Dose aufgenommen, gell? Komm, die gönnen wir uns, die verbrauchen wir gleich mal. Ja, haben wir gleich noch eine Dose recycelt zum Schnabulieren, zum Futtern. So, wir sind noch nicht überladen. Ich wollte auf die Karte gehen. So, scrollen wir mal komplett raus, damit wir mal einen Überblick haben, was die Karte eigentlich ist, wie groß die ist. So groß ist die Karte. Wir haben drei Kartenabschnitte jetzt mittlerweile gefunden, beziehungsweise den ersten Kartenabschnitt hatten wir schon. Und ich möchte nochmal zurücklaufen zum mysteriösen Wald, weil das ist immer noch die Quest, die wir begleiten müssen. Da ist nämlich die Quest. Ja, dies ist das Forschungslager, in dem ich arbeiten sollte. Alle Wissenschaftler sind tot. Ja, die Basis ist verwüstet. Ich muss herausfinden, was hier passiert ist. Erreiche den mysteriösen Wald. So, den haben wir eigentlich schon erreicht, aber die Quest hat es irgendwie nicht angenommen. Beziehungsweise wurde nicht getriggert. Deswegen müssen wir nochmal in den sauren Apfel beißen und diesen kompletten Weg dahin marschieren. So, wie spät haben wir es? Was sagt das Zeiteisen? Jo, halbe zwei. Was sagen unsere Werte? Wir sollten vielleicht vorher nochmal was essen. Schnabulieren. Ja, irgendwie schaut das ein bisschen mau aus. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht mit dem letzten Speicherstandladen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Haufe Zeug dabei und ich kann nichts nutzen, so wirklich, gell? Ja gut, das ist auch sinnlos, wenn ich da jetzt was reinschmeiß. Wir verbrauchen das mal. Hunger 59, das ist schon mal sehr gut. Das Blümelein geht darüber. Die Dose geht damit her. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr. Mehr Platz, würde ich sagen. Obwohl, das kann raus, das können wir mal verzündeln. Nee, macht er nicht. Schmeiß einfach raus. Oder auch nicht, dann lass es drinne. Gut. Dann düsen wir doch mal. Ich gehe nochmal auf die Karte. Ich setze mir mal einen Wegpunkt. Hier ist der mysteriöse Wald. Hier waren nämlich die Holzarbeiten. Ich setze mir mal einen Wegpunkt. So, was haben wir denn hier? Das ist die Legende. Das ist die Legende von Demitz, gell? Wo wir gerade uns befinden. Ich kann drei Wegpunkte setzen. Fragezeichen sind unbekannt. Höhle. Fischerhütte. Haben wir schon eine Fischerhütte gesehen? Ich glaube nicht. Ich laufe mal hierher. Warte mal. Rechte Maus. Wegpunkt. Hinzufügen. Entfernen. Mag er nicht. Wieso magst du das nicht? Muss ich dafür erstmal Pinnnadeln finden, ha? Das kann sein. Ich glaube, oh ja, ich glaube, wir müssen Pinnnadeln finden. Auf jeden Fall muss ich Richtung Süden laufen. Der Kompass war bei C. So. Da müsste Süden sein. Also raus hier und dann düsen wir mal los. So.
Ich müsste richtig sein, richtig? Ja, ich müsste eigentlich so südostwärts laufen, ne? Das müsste ja dann theoretisch darüber. Werde aber gleich sehen, ob ich richtig laufe. Laufen wir erstmal ein paar Schritt. Hier grunzt irgendwas. Wir haben aber noch einen Speer noch, gell? Auf der 3. Ja, da ist er. Nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Unbekannter Pilz. So. Finde heraus, was passiert ist. Ja, finde oder erreiche den mysteriösen Wald. Das ist immer noch die Questaufgabe. So, wie bewegen wir uns denn? Ja, wir sind richtig. Ein bisschen schräger runter. Da drüben ist ein Bär. Der kann uns mal echt in Ruhe lassen. Weil ich muss jetzt nicht kuscheln mit einem Bären. So. Also ein ganz gemütlicher Stream heute. Ja, ich denke mal, da werden wir jetzt ein paar Stunden dran hocken. Und dann möchte ich heute Abend nochmal streamen. Da läuft ja der Bär, da drüben. Ja, und da geht's dann weiter mit Alien Colonial Marines. Boah, das ruckelt schon wieder. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Da ist ein Elch. Da drüben. Mit dem legen wir uns auch nicht an. So. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen guten Start in den Montag. Und frisch ist es geworden. Ja, bei uns ist es bewölkt. Und es ist echt frisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die letzten Tage wieder so heiß und dann ist es wieder so brutal abgekühlt. Dann kommt man nicht drauf klar irgendwie. Da ist ein Hirsch. Ich probier's mal. Das war mal nix. Ja, Spaghetti-Arme. So. Sag jetzt nicht, der mysteriöse Wald ist hinter dem Gebirgskette hier. Das wäre natürlich nicht so toll. Aber hier müsste gleich ein Weg auftauchen. Ist das ein Weg? Das sieht mir nach einem Weg aus, ja. Sieht man schön die Kante, wie sie es drauf gemacht haben. So. Das ist hinter der Gebirgskette. Laufwege sind halt das Problem hier. Die ziehen das unheimlich in die Länge. Da haben wir noch ein paar Pilze. Könnten wir uns eigentlich gleich ein paar reinpfeifen. Ja, Schenkel warm serviert. So. Da sind sie. Alle verbrauchen. Alle verbrauchen. So. Jetzt halt die Frage, komme ich da über den Berg drüber oder wacke ich mich da fest? So, jetzt laufe ich wieder Richtung Norden, gell? Ja. Quasi einmal außen rum.
Ach Gott. Das ist eine riesen Wegstrecke. So. Kommt gleich eine kleine Werbeunterbrechung. In einer Minute. Ja, in der Zeit laufe ich einfach mal stumpf darüber. Schöner Sonnenaufgang. Ist das eine Höhle? Nein. Okay. Hey, Beowulf, schön, dass du da bist. Mahlzeit. So. Aber da könnte man doch, glaube ich, auch langlaufen, oder? Jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken von Kleinigkeiten. Und dann stellt sich heraus, es war ein Fehler, oder? Ja. Langsam, langsam, nicht, dass du dir was brichst. Ganz ruhig, nicht festbacken. Jawohl. So, 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 ja. Gut, nichts passiert. So. Ich muss hier nur um diesen riesen Felsen rumlaufen. So, die Werbung ist also wieder zu Ende. Und Beowulf, hi, grüß dich, Mahlzeit. Hoff's geht dir gut. Ich glaube, jetzt kannst du mich wieder hören. So. Da ist das Wasser. Jetzt sind wir hier am Wasserfall, den wir jetzt beim letzten Stream gesehen haben. Von Northern Lights. Das war nicht so clever. Ich laufe mal ein kleines Stück weiter, weil das Wasser ist doch sehr, sehr laut. So, zünden wir dich doch gleich mal an hier. Runter. Und zünd die an. So. So, Vernunft. Einmal Zünder, jawohl. Wie sind die Werte? Gut, Temperatur steigt. So weit geht's eigentlich. Das ist eigentlich ganz okay. So.
Dann machen wir uns gleichzeitig noch einen Tee, hätte ich gesagt. So, zeig mal her hier. Nee, Quatsch, ich muss erst Lagerfeuer anwählen. Wieso habe ich jetzt die Dose rausgeschmissen? Achso, ich habe keinen Platz mehr für die Dose jetzt. So, zeig mal her hier. Zack, einmal füllen. Klamottentechnisch sieht auch noch alles im grünen Bereich aus. Dann hauen wir uns gleich mal noch die Pflanzen mit rein. Jetzt macht das. Sehr gut. Okay. Temperaturtechnisch sind wir wieder auf dem Damm. Das ist gut. Ah, die Pilze, die kann ich doch nicht essen. Nee, die lasse ich mal. Obwohl ich gesagt habe, ich möchte die probieren. Ah, da vorne ist eine Hütte. Die haben wir noch nicht. Warte mal, Fernglas war auf... E? Nee, auf V. Jetzt hat. So, die Location fixiert er ja automatisch an. Oder es ist... Nee, neuer Karteneintrag. Neuer Karteneintrag. Hier, das Fragezeichen. So. Marschieren wir gleich dahin. Da sind wir eh schon im mysteriösen Wald. Ich habe gedacht, ich muss hier drum herumlaufen. Nee, ist Quatsch. Ist gleich hier ums Eck. Da haben wir ein kleines Dorf, ja. Drei kleine Hütten. Mit dem Aussichts... Ja, Turm. Neuer... Ah, hier. Da haben wir das Jägerlager. Okay. So, wie immer, wir schauen erst einmal, was hier so alles rumoxidiert. Macht mich ein bisschen schwerer, aber ich würde gerne... Würde ich anziehen. Was haben wir hier? Munition. Nimmst du sofort mit? Oh, was zum Schnabulieren. Passt. Und nochmal Patronen. So, das passt, passt, passt. Da ist soweit nichts zu erkennen. So, schauen wir mal hier in die Hütte rein. Da liegt nichts Brauchbares rum. Da wäre ein Ofen, da könnte man da wieder was herstellen. Da ist Stoff drin. Okay, jetzt sind wir voll. Oh, Handschuhe. Nehmen. Sind besser als unsere. So, dann haben wir das Haus geprüft. Dann gehen wir hier rein. Streichhölzer, sehr gut. Da ist ein Bettchen. Ein Seil. Sehr schön. Antibiotikum. Oh, und ich kann es nicht nehmen. Warum kann er das denn nicht nehmen? Wegen der Binde. Was, auf einmal Schmerzmittel raus? Und dafür nehmen wir dann... Sag jetzt nicht, du brauchst hier so eine große. Tatsache, der braucht einen großen Platz. Ist das dein Ernst? Kannst du jetzt die Flasche doch noch mitnehmen? Hm. So, schau ich mal da hoch. Jetzt können wir diese mega gute Animation. Ohne die Leiter zu berühren. Da ist aber nichts, da gehen wir wieder runter. Zack.
Da war eine Feder. Nochmal Schmerzmittel haben wir genug. Boah, hier ist auf jeden Fall gut Schmerzmittel dabei. So. Noch ein Seil, das ist sehr stark. Oh, Munition. So. Ein festgebackter Koffer und da war noch was zu trinken drin, ne? Auch nicht schlecht. Ein schönes Fell an der Wand. Gut. Bevor ich was am Haxen tue. So, hier ist noch ein Nest. So, jetzt müssten wir ja wieder im mysteriösen Wald sein. Ja, das ist immer. Das ist immer schon da. So, jetzt muss ich aber irgendwie. So ein kleines bisschen. Herausfinden, wie die Quest hier getriggert wird. Weil wir sind im mysteriösen Wald. Da ist der Weg. Ich bleib mal auf dem Weg vielleicht. Vielleicht ist das mit am geschicktesten. Dass wir da vielleicht an eine Kreuzung kommen. Wie diese da war. Jawohl. Wegmarkierung. So, was hast du hier? Ah, okay. Symbol fürs Jägerhäuschen. Da ist auf jeden Fall Holzfäller. Aber wo geht's da lang? Da geht's wahrscheinlich nur hier runter. Wir folgen dem Weg jetzt mal. Und halten uns so ein bisschen links. Ich muss mich dann, glaube ich, auch nochmal schlafen legen. Ja, nimmt er leider nicht. Inventar ist voll. Oh. Was ist das? Neuer Karteneintrag. Das sieht sehr militärisch aus. This must be the weather measuring station we lost contact with. Jetzt hat er die Quest geändert. Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt finde heraus, was passiert ist. Erkunde die Wetterstation. Hm. Eintrag. Jo. Gut, haben wir jetzt geschafft. Okay. Erkunde die Wetterstation. Dann machen wir das doch, nachdem wir das Nest hier noch mitgenommen haben. Okay, muss ich auch gleich mal kurz schlafen legen, damit unsere Leisten da unten wieder voll sind. Ausdauerkraft. Aber zuvor schauen wir hier mal neu. Achso, es sind nur Lager. Da kann ich was einlagern. Die Taschen will er nicht. So, nichts, da ist ein Schneemobil drunter. Haufe Gefahrstoff. Oh. Ha.
Schade, dass wir den jetzt nicht plündern konnten. Locked. Need to find a key. Hast du nicht einen Schlüssel da? Ach, jetzt geht's. Gefrorener Schlüssel. Aber man muss echt die Sachen hier antriggern. Jetzt geht's. Okay. Oh. Apfelwein. Das Stoff. Na, lass mich doch durch. Bleib hier am Campingstuhl hin. Noch mehr Schmerzmittel. Die müssen hier irgendwie alle Schmerzen gehabt haben. So, einmal getauscht. Ist das sich hier? Mad Bull. Trinkst mal gleich. Die, oh, die sind gut gegen Kälte. Die nehme ich mal. Die sind zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Arbeitshose. Lassen wir mal. Oh. Tragisch. So, Papierabfälle. Das war's. Die sind in einem besseren Zustand. So. Die sind auch in einem besseren Zustand. Nimmst du gleich mit. So. Oh, Streichhölzer, sehr schön. Noch mehr Bull. Ein Schal, der ist nicht so gut wie unser jetziger. Den lasse ich mal. So. Kann man das nicht irgendwie hochnehmen? Energieriegel. Oh. Hm, Computers. I should check them out. Stecknadel nehmen. Jetzt kann ich auch Wegmarkierungen machen. Ich drücke E. Passiert nichts. Access denied. ID card required. Ah, okay. Oh, Schneemobilschlüssel. That snowmobile would definitely help me get around this island faster. Komm mit Benzin zurück. Mein Schneemobil ist in der Nähe des Forschungscamps gerade, der Treibstoff ausgegangen. Glück gehabt, als ob die Dinge nicht schon schlimm genug wären. Befindet sich die nächste Tankstelle nordöstlich von hier, meilenweit entfernt. Zweifellos ist meine einzige Möglichkeit, einen Kanister zu finden und darin Treibstoff zurückzubringen. Ich weiß, wo einer ist, im Sägewerk. Wenn ich nicht zurückkomme, haben Sie meine Erlaubnis, das Schneemobil zu benutzen, vorausgesetzt, Sie haben das Glück, Treibstoff dafür zu finden. Ja, das wissen wir aus dem ersten Stream, wo der Kanister ist. Der war im Sägewerk. Da sind wir ja quasi hergekommen. So, jetzt brauche ich aber eine ID-Karte. Ich gucke nochmal den Menschen an, der hier unten lag. Rudolfs Notiz. An den, der das hier findet, finde einen Weg und verlasse diese Insel. Der Sender ist kompromittiert. Stürme, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe, verwüsteten unsere Kommunikationsverbindung zur Heimat. Wir haben die Berichtsdateien immer wieder überprüft und die Ergebnisse sind katastrophal. Klimamuster haben sich drastisch verändert. Jeden Monat sinken die Temperaturen und Monsterschneestürme werden die Insel verwüsten. In wenigen Monaten wird diese Insel unbewohnbar sein. Okay, das war jetzt nur die Notiz. Und die ID-Karte haben wir auch bekommen. No. Oh,
this can't be true. I need to report back to base. Das ist natürlich ein richtig krasser Temperaturabsturz gewesen in den Monaten. Boah, was hättet ihr lieber? Wärme oder Kälte? Ich hätte lieber Wärme. So, ich muss jetzt aber da hinten hin. 200 Meter. Ach, nein, nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. So. Hey, Fuchsi. Ich brauche ein bisschen Fleisch und dein Fell. Ach Gott. Der Charakter wirft sehr schwach. So. So, jetzt bin ich hier. Was ist da? Warum habe ich jetzt einen Marker hier bekommen? Damit ich da hochlaufe, okay. So, ich laufe jetzt zurück zur Base. Lass mich mal kurz auf die Karte gehen. Klar, ich laufe jetzt hier wieder zurück. Aber hier ist das Sägewerk. Hier ist nämlich ein Kanister. An dem Bauernhof sowie am Sägewerk sind Tankstellen. Da könnte man den Kanister ja befüllen. Jetzt ist halt die Frage, laufe ich nochmal rüber zum Sägewerk? Und dann hierher? Zur Base? Das ist halt ein Riesenstück, ne? Das muss man... Ich muss so oder so laufen, also von dem her. Ich gehe zurück. Ich beiße den sauren Apfel. Wir müssen marschieren. Schön, wie die Sachen da einfach in der Luft schweben. Aber zuvor nochmal auf die... Es ist 11:30. Es ist arschkalt. Aber unsere Nährwerte sind eigentlich ganz gut. Ich müsste mich mal kurz ablegen auch noch. Also, Plan. Ich gehe jetzt nochmal in die Wetterstation, schau, ob da ein Bett frei ist. Mach mir daneben Lagerfeuer, damit wir nicht unterkühlen. Und dann ziehen wir nochmal los Richtung... Sägewerk, holen den Kanister... Marschieren den kompletten Weg wieder zurück. Bis zur Basis. So. Sag ich mal, hast du hier noch ein Bett frei? Kann ich benutzen. Das ist sehr, sehr gut. So, pass auf. Aber wir machen noch zusätzlich ein kleines Lagerfeuer mit hin. Nee, ist Quatsch. Ich bin doch dabei, jetzt ja mal nicht. So. Zunder. Feuer. So. Okay, das läuft. Bisschen schlafen. Weil damit die Wahrnehmung auch ein bisschen besser wird. Okay. Wir sind da wieder tutti kompletti voll.
Jetzt haben wir da die Glut und die Asche geborgen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was schnabulieren. Den Energieriegel. 142 Energie 20, das ist sehr geil. Machen wir uns noch ein paar Pilze rein. Und die Pasta lasse ich mir noch. So, hier haben wir noch mal ein bisschen, genau, falls wir wieder eine Lebensmittelvergiftung haben, können wir uns die reinhauen. So, wir haben noch eine Fackel. Wird Nacht, was haben wir hier? Unterkühlung war das Neueste, genau. Bekannte Behandlungen, Aufenthalt über 0 Grad, Verzehr von warmen Speisen. Das haben wir auch schon gehabt. Fieber, haben wir auch schon was Fiebersenkendes gefunden? Da haben wir jetzt die beiden Notizen plus den Schlüssel für das Schneemobil. So, auf die Bahn mit Marzipan. Es wird zwar dunkel. Jetzt muss ich bloß richtig laufen. Hier ist das Sägewerk. Ich will dahin laufen. Wegpunkte 0 von 4. Der will mir keinen Wegpunkt setzen. Das ist doch schon ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ich muss auf jeden Fall Richtung Norden. So, die Richtung. Zack, zack. Wir laufen quasi in die Nacht hinein. Müssen dann wahrscheinlich nochmal einen Zwischenstopp machen. Bis dorthin, weil die Wege sind doch sehr, 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 sehr langläufig. Und wenn wir das Schneemobil haben, dann sieht die Sache schon wieder etwas anders aus. Insofern das Spiel nicht abrauscht. So, wir bewegen uns. Ich muss doch Richtung Norden. Dann da lang. So. Ziel ist eigentlich, das Schneemobil so schnell wie möglich zu kriegen, weil dann ist man wirklich flott unterwegs. Das ist nicht verkehrt. So. Rechts geht's zur Holzfällerhütte und wir gehen jetzt wieder Richtung Jagdhütte. Da ist es schon. So, die Nester nehmen wir immer mit. Wenn wir welche sehen, das ist, glaube ich, am geschicktesten. Allein nur wegen der Eier.
Da vorne ist die Brücke, da gehen wir drüber. Das ist echt ein gutes Stück, ne? Die Pilze waren auch noch gut. Die hatten viele Kalorien. Ach ja. Was echt ein gemütliches Spiel. Passiert nicht wirklich viel. If rabbits can eat this, so can I. Die kann man dann nachher schnabulieren. Falle aufstellen. Für Kaninchen. Ich treffe eh nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Da, okay. Weil da ist nämlich schon wieder das Wasser. Da der Horizont. Neuer Tagebucheintrag. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Also die wissen wir ja, ne? Bad idea. Fieber. Ja, wunderbar. Richtig gut. Das ist ja nicht so doll. Krankheit geheilt. Mit Jonah, was haben wir denn da? Das waren die Pilze. Fiebersenkend. Die haben wir ja gerade reingepfiffen. Lebensmittelvergiftung. Reine Vernunft. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen. Nee, warte. Ja, heilt. Ich hau mir doch noch ein paar Pilze rein. Was hast du hier? Die Bären sind verdorben. Okay, und dann habe ich mit die noch mit rein. So. So. Getrocknete Pflanze. Was haben wir hier? Unbekannt. Die kann man nur zerstören. Wollen wir aber nicht. Sah jetzt auch sehr unnatürlich aus, aber es ist ein Felsen.
So. Wir sind gleich da. Da muss ich ein bisschen was aus dem Inventar rausschmeißen, damit ich den Kanister transportieren kann. Das sieht doch jetzt eigentlich gleich das Sägewerk sehen. Da ist es doch. Da ist es perfekt. Krankheit eingefangen, Unterkühlungsrisiko. Ist doch gar nicht wahr. Dip, dip. Wieder sehr kalt. So, jetzt sind wir da. Ich glaube, auf der rechten Seite vom Gebäude unten im Treppenhaus war eins. Stöckchen einsammeln. Ja, ganz ruhig. Wir machen gleich Feuer. Wir machen gleich Feuer. Alles gut. So. Okay. So, da ist der Kanister. Genau, das war das Problem. Pass auf, wir machen mal hier eben ein Lagerfeuer. Ah, warte mal, ich habe doch oben, glaube ich. Oben habe ich doch schon mal ein Lagerfeuer gemacht. Dann pennen wir nochmal eine Runde. Das hier? Hier war's. Okay. Das war jetzt nicht genau das, was ich wollte. Habe ich hier nicht gepennt? Anscheinend nicht. Dann können wir das auch unten machen. So, Lagerfeuer, zack. Falscher Knopf. Ein wenig Zunder rein. Dann haben wir mal Feuer rein. So. Sehr schön. Was sagt's, Zeiteisen? 20 Uhr. Okay. Nahrung und Trinken sind soweit in Ordnung. Dann habe ich mir hier noch ein zweckmäßiges Bett mit hin. Oh, ich brauche Stöckchen. Na, warte mal, ernten. Zwei Stock. Zwei Stock. So. Einer noch. Einer fehlt noch. Da machen wir die drei noch. Zum Ernten freigegeben. Sehr schön. Und da müssen wir ein bisschen Management betreiben, was unser Inventar angeht. Wir schlafen mal ein bisschen länger. Es ist 2 Uhr. Das Feuer ist eh aus. Gut. Kompassuhr. Uns die Pasta rein. Okay, jetzt geht's zum Inventar. So, das würde hier reinpassen. Okay, das Altmetall fliegt erstmal raus. Das Fell fliegt auch raus. Ich glaube, ich werde eh nichts damit. Ja. Wir arbeiten. Haben wir das raus? Den Stoff haben wir auch schnell raus.
Die Munition bleibt definitiv da. Sag mal, willst du mich rollen? Manchmal verstehe ich das nicht. So, da passt es jetzt. Steine finden wir auch en masse später. Jetzt hat er es gemacht. So. Da doch, das ist eigentlich Platz für einen Kanister jetzt, oder? Na? Na, was ist jetzt? Ja, jetzt hat er einen Kanister. So, wie schaut denn das jetzt aus im Inventar? Euer Geleck. So, was hast du denn hier? Stoffstein. Innere Fichtenrinde. Stein. Das Altmetall. Wird mit am schwersten sein. Wie voll sind wir denn? 22 Kilo. Lass liegen, Junge. Ist doch völlig egal. So. Da draußen schneit's. Lebensmittelvergiftung heilt sich auch langsam. So. Wieder zurück. Aber warte mal, vorher ernte ich noch schnell das Holz hier. Dann brauchen wir nicht extra... Nein, nicht zerstören. Dann haben wir genug Stöcke dabei. Für ein weiteres Lagerfeuer. So, hat er. So, auf die Bahn Marzipan, den ganzen Weg wieder zurück. Knappe 2 Kilometer. Ah, die Pilze, die waren nicht gut. Die waren giftig. Da hatte ich mir auch gleich was eingefangen. Ist aber schön, wie hell der Schnee ist, gell? So schön strahlend, so leuchtend. Ich glaube, da oben sind noch Sendemasten oder sowas gewesen. 3 oder 4 Stück gibt es. Oder mehr? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Da müsste man dann auch mal hingehen. Aber wir sind ja noch echt am Anfang, was das Spiel angeht. Das Wasser. Da vorne ist die Brücke.
Gott sei Dank ist die Brücke gleich in der Nähe. Damit wir keine kalten Füße kriegen. Oder nasse Füße. So. Zack. Naja, noch ein Kilometer, dann sind wir auch gleich da. Zu dem Punkt, wo es dann noch weitergeht. Geht ja aber auch relativ zügig, in Anführungszeichen. War mal schon gut Meter. Nee, die haben wir schon gegessen. Die sind nicht giftig. Ja, das läuft. So. So, nur eine kleine Info. Ab heute startet auf meinem YouTube-Kanal Ghost Recon Breakpoint. Das habe ich auch noch nicht gespielt und da habe ich jetzt angefangen, ein Let's Play draus zu machen. Ja, wenn ihr Lust habt, heute ab 19 Uhr startet es. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und einfach mal guckt, was ich da fabriziere. Ja, ab Folge 3 wird es besser. So viel sei verraten. So. So, da vorne ist auch schon die Wetterstation. Sehr schön. Komm mal gut durch. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir mehr Schwierigkeiten kriegen mit unseren Werten. War ja auch fast soweit. Aber wir haben schnell reagiert. Tipptopp. Da ist schon die Wetterstation. Sehr, sehr gut. Die lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Sind schon Temperaturen, gell? Bei Sonne minus 33,5 und mit Wind 46. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Huch, langsam. Hopp, hopp. Boah, wenn das so hängen bleibt, gell? Da denke ich mir mal, ho, 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 ho. Aber das haben sie schon besser in den Griff bekommen. Das war beim ersten Mal spielen, war das noch viel, viel schlimmer, diese ganzen Ruckler. Also da haben sie schon echt was gemacht. Sehr geil. Ich hoffe ja, dass die eine Quest fertig ist oder dass sie die schon eingebaut haben. Hier in der Fischerhütte. Die ist auf der westlichen Seite, glaube ich, gewesen. Nordwestlich. Da war eine Quest. Da sollte man in ein Gebäude reingehen, aber... Und man wusste auch, wo der Schlüssel ist. Man hat auch den Typen mit dem Schlüssel gefunden. Nur hat es irgendwie nicht... getriggert. Bin ich ja mal gespannt. So.
So. Dann da hoch. Ich denke immer, hier wäre so ein... wäre eine Höhle, aber ist es nicht. Dafür ein schwebendes Nest. Hello? Can anyone hear me? If anyone is out there, the research done in the weather station shows the whole island is doomed because of an inexplicable phenomenon. Please, I need to be rescued as soon as possible. Help is not coming. I need to gather supplies and find a way out of this damned island. Mhm. So, jetzt haben wir den erhöhten Bereich gefunden und eine neue Quest. Erkunde die wichtigsten Orte der Insel und finde einen Fluchtweg. So, alles klar. Ich mache jetzt mal für YouTube Folgenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.